Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Equine Passion, das Browser-Game. Als allererstes gucken wir mal, wir haben so viel Geld verdient, Leute, weil ich in den letzten Tagen absolut keine Zeit hatte, Equine Passion zu spielen. Ich hoffe, unsere Pferde leben noch. Wir gucken jetzt auf jeden Fall gleich mal nach. Ich hatte auch schon ganz, ganz viele Systemnachrichten. Die habe ich aber heute schon angeguckt gehabt, als ich mich das erste Mal eingeloggt habe. Und letztendlich habe ich einige Reitbeteiligungen wiederbekommen. Eine Reitbeteiligung wurde gekündigt. Und wir wurden in Trail nicht platziert. Und Daydream hat Papiere bekommen. Weil ich hatte Daydream vergessen, im Stream hatte ich vergessen, Daydream die Papiere zu beantragen. Und die bluten alle leicht. Oh, weil die Pferde sich auch überhaupt nicht alleine beschäftigen können. Da ist man mal einen Tag nicht da und füttert nicht und macht sonst auch nichts und dann geht es denen gleich schlecht. Ja, ich weiß, Leute. So, oh, wir haben schon 19 Uhr jetzt. Das ist natürlich jetzt problematisch. Diana und Casey brauchen Wurmkur. Die können wir so geben. Und hallo? Nein. Oh. Den Hufschmied müssen wir noch rufen. Oh, bei ganz vielen. So, jetzt müssen wir schon zum Tim wechseln. Und wir müssen mal gucken, kriegen wir endlich ein Baby? Nix. Oh mein Gott, die kriegen irgendwie in Jahrhunderten noch kein Kind. Das ist unglaublich, Leute. So, oh, that's so sad, haben wir noch nicht versorgt. Moment, das müssen wir gleich nachholen. Oh mein Gott, sie lahmt. Warum denn? Jetzt wartet's. Warum lahmt sie denn? Warum geht's ihr denn schlecht? Moment, Tierarzt rufen, akut. Hat ein Hufgeschwür durch schlechte Hufpflege. Oh. Und die Heilung dauert ewig und 3 Tage. Ja, danke. Toll. Bin begeistert. Oh, schlecht. Das ist schlecht, Leute. Okay, wir haben 10 Minuten, die wir Schritt gehen können. Und bei ihr hier, da gehen wir jetzt 30 Minuten. Und 10 Minuten Schritt. Der kleine Phobos hat Nasenfluss. Das passiert öfter mal bei so kleinen Pferden. Okay, 50 kostet es gleich, ist aber teuer. Dann tun wir 10 Minuten jeweils. So, sie habe ich schon fertig, ne? Ja, genau. Dann die Diana, die blutet auch leicht. Ich meine, das Problem ist, wenn man die Pferde halt nicht versorgt. Ich glaube, ich habe, glaube ich, 2 Tage die Pferde nicht mehr versorgt, Leute. Und ja, dann ist es geht so schnell, dass die Pferde richtig krank werden hier. Aber ich meine, okay, im echten Leben kann man natürlich seine Pferde auch nicht einfach einen Tag. So, ja, ich habe jetzt heute leider keine Zeit. Es tut mir leid, ihr Kinder. Es gibt dann morgen wieder was zu essen. Es funktioniert halt auch nicht im echten Leben. So, dann versorgen wir hier noch alle. Und ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, oder? Ja. Aber wir haben Ende Februar. Oh nein. Ja, wir hätten ja Turniere gehen können jetzt. Ja, mit ihr können wir gehen. Das machen wir gleich. Warum hat mein Pferd keine gültige Influenza? Hä? Moment, nee. Jetzt warte halt. Tierarzt? Influenza. Okay. Ja, dann können wir es jetzt nochmal probieren, oder? Jetzt haben wir die Influenza und dann 9,6. Ich hasse mein Leben. So, nicht dein Ernst jetzt. Aber sie ist sowieso noch nicht so weit, genau. Und der anderen geht es schlecht und der hat nur 10%. Okay. Dann gucken wir ganz kurz bei unseren Reitbeteiligungen nach, ob wir da noch irgendwas finden. So, hier. Oz Azurus Darling. Mit der gehen wir jetzt erstmal 10 Minuten. Und wie viel Kondition? Die hat relativ viel Kondition. Das heißt, wir gehen longieren und ausreiten, dass wir da uns ein bisschen einschleimen. Und dann gehen wir ein Turnier. 8,3. Das ist eine Katastrophe.
Okay, das wird nichts. Wir können noch ein Turnier theoretisch gehen, Leute. So, mittlerweile ist es auch schon 22.40 Uhr beim Tim. Somit, ja, hat es alles heute mega lang gedauert, weil die Pferde einfach 2 Tage nicht versorgt wurden. Und mir tut es auch mega leid. Und ja, was soll ich sagen? Dadurch, dass That's So Sad jetzt sowieso so schlecht geht, dachte ich mir einfach, wir könnten sie eigentlich decken, oder? Das Problem ist, und das stimmt, das hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass das Problem an dem Ganzen ist, dass man ja Stuten sowieso immer deckt und dass man dann ewig lang nicht Turniere gehen kann. Und das stimmt, weil sie wäre jetzt bald so weit, dass man Turniere gehen kann. Und jetzt decke ich sie und dann ist sie wieder rum ums Eck. Aber ich glaube, sie ist im Moment die beste Stute, die ich habe. Von daher möchte ich tatsächlich jetzt einfach wirklich gerne mit ihr decken. Wir gehen zur Station, gucken jetzt erstmal die gemerkten Pferde und... Ich habe keine. Ach ja, genau, das hat ja letztes Mal mega gebuggt, Leute. Oder ich habe vielleicht einfach noch keine Pferde. Das kann natürlich auch sein, dass ich gar keine habe. Das kann sein. So, wir wählen Appaloosa an und wir möchten TK3. Die Körung sollte mindestens 5 sein und alles andere ist uns jetzt erstmal egal. Und dann gucken wir mal, es sind nicht viele Leute. Es sind absolut nicht viele. Und dann schauen wir jetzt erstmal, ob es irgendeinen besonderen gibt. Ja, der ist mega besonders, aber der Preis ist auch mega besonders, Leute. Der Preis ist auch mega besonders. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht so viel Kohle ausgeben. Ich lege mir einfach die Pferde, die mir gut gefallen. Was krass ist, weil es sind nur 5 Seiten. Einfach auf die Seite. Und dann gucke ich mal, weil vielleicht finden wir einfach einen Deckhengst für die kleine Maus. Und oh mein Gott, der ist schön. Das sieht aus, als wenn das ein Cream-Gen wäre. Oh, der ist auch schön. Ich habe jetzt nicht auf den Preis geachtet. Aber ich hätte jetzt gesagt, grundsätzlich, wenn es gute Pferde sind. Hallo? Aber normalerweise, wenn man drauf geht, dann kann man das normalerweise immer sehen, wie das Pferd drunter aussieht. Das kann man jetzt hier nicht wirklich sehen. Vielleicht buggt es einfach gerade ein bisschen. Er ist ein Dominant White Hengst. Sieht sehr, sehr gut aus von den Stats. Hat Dominant White, einmal Leopard. Ja, gut. Also ging auf jeden Fall, ich gesagt, besser. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob seine Haare, seine Mähne so kurz sind. Ja. Denn auch er ist graying. Ja, das ist natürlich sad. Er hat auch super schlechte Werte. Nee, graying möchte ich nicht. Er ist auch graying. Und er ist kein Cream, sondern er sieht aus wie ein stinknormaler Fuchs. Ja, er ist ein Fuchs-graying. Oh mein Gott. Pantheras Silverfrost. Er ist Wahnsinn, Leute. Gutes Temperament, viel Ausstrahlung, recht aufmerksam, durchschnittlich handelbar und ausgeglichen. Ja, aber er hat schlechte Werte, ne? Also er hat ein richtig schlechtes Interieur. Das ist natürlich traurig. Von wem ist er denn? Er ist von Silverado. Ist ja auch Silver, ne? Wer ist denn Silber? Irgendjemand muss ja Silber sein von den Eltern. Er ist Silber, okay. Er ist Silber, aber hat er auch so schlechtes Interieur? Ja, okay. Dann unsere ganze Hoffnung liegt jetzt bei Tiny Apricot Pearl, dem Leopard. Dem Tigerschecken. Okay, es ist nicht so einfach, Leute. So, ich habe jetzt ewig lang rumgesucht, Leute. Das hat jetzt ewig gedauert. Und ich hatte ja letztes Mal mit dem Tagträumer gedeckt. Der ist ja auch ein Fusebot-Appy. Und ja, der Unterschied zwischen ihm und dem anderen richtig, richtig tollen ist, dass er ein Black ist, was jetzt grundsätzlich, finde ich, auch nicht ganz verkehrt ist.
Und ich habe jetzt beschlossen, dass der eigentlich super zu That's So Sad passt. Er hat doppelt LP, er hat eigentlich richtig gute Werte, er hat auch einmal gut sogar. Und ja, er passt eigentlich perfekt von, er ist schwer handelbar, sie ist recht leicht handelbar und alles andere ist ja bei ihm sowieso gut. Er hat jetzt wenig Talent und sie hat gutes Talent, genau, Temperament. Und sie hat gutes Temperament, also müssten die sich auch komplett auscanceln. Ich finde, er ist der perfekte Partner und ja, deswegen hätte ich gesagt, machen wir ja. Und sie ist jetzt in 11 Monaten, bekommt sie ein Fohlen von Tagträumer. Ich finde den Namen Tagträumer auch total niedlich und ja, bin auch jetzt schon mega gespannt. Es ist jetzt Ende Februar, das heißt, das Fohlen von That's So Sad kommt dann Ende Januar, ein bisschen später wie die letzten Fohlen. Finde ich aber jetzt nicht so tragisch und ich hätte gesagt, bei der nächsten Folge decken wir dann die Jeannie und die Casey, weil ich es immer ganz cool finde, wenn nicht die Fohlen am gleichen Tag kommen, sondern ein bisschen versetzt, dann hat man immer so ein bisschen mehr Vorfreude. Oh mein Gott, schreibt immer in die Kommentare, was haltet ihr von Tagträumer? Glaubt ihr, dass es eigentlich eine ganz coole Sache ist, dass jetzt That's So Sad auch von ihm trächtig ist? Ich bin mega gespannt, die Auswahl an Appaloosa Trail Pferden ist nicht sehr hoch und ja, wenn ich ein bisschen mehr Kohle hätte, dann würde ich definitiv auch mal noch ein Pferd importieren, aber das Problem ist, Leute, wir haben noch keinen eigenen Stall, wir haben im Moment noch nicht so viel Kohle und deswegen können wir das einfach im Moment noch nicht machen. Dann danke ich euch aber auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!